Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Ace Attorney Phoenix Wright und jetzt geht's los mit entscheidenden Beweisen. Ich hätte die 5 Minuten erwähnen sollen, an denen ich den Tatort nicht sah. Und jetzt zu der Sache mit dem Schuh des Opfers. Hatte ich den nicht erwähnt? Auf diesem Schuh fand man 2 verschiedene Blutspuren. Eine stammt natürlich vom Opfer und die andere stammt von der angeklagten Frau Lana Sky. Dieser Schuh beweist es. Es ist ein fehlerloser, eindeutiger Beweis. Okay. Was? Man fand Blut auf diesem Schuh? Lunchland liefert Ihnen ihr Mittagessen und die entscheidenden Beweise. Freihaus. Zeugin, was soll das bedeuten? Warum höre ich von diesem Beweis jetzt zum ersten Mal? Ganz einfach, wie ich bereits sagte. Ich vertraue Ihnen bei Beweisen nicht, Herr Edgeworth. Darum habe ich mir die Freiheit genommen, Selbstuntersuchungen anzustellen. Und? Sie haben Bluttest durchführen lassen? Hatte ich das nicht erwähnt? Ich habe 3 Freunde in der Forensik. Wie dem auch sei, euer Herren. Ich kann diesen Beweis nicht anerkennen. Was? Sie kennen die beiden Regeln des Beweisrechts. Regel 1. Kein Beweis soll ohne Genehmigung der Polizei vorgelegt werden. Mit anderen Worten, dieser Schuh ist im Moment ein illegales Beweismittel. Stimmt das, Herr Wright? So scheint es. Edgeworth freut sich auf jeden Fall. Nicht so schnell, Herr Edgeworth. Vergessen Sie nicht, ich war eine Inspektorin. Wie bereits erwähnt, dieser Schuh ist bereits von einem Mitglied der Forensik untersucht worden. Wie Sie sehen, wurde er vom Polizeirevier genehmigt, und zwar heute. Auch die Allgemeinheit kann offizielle Beweismittel hervorbringen, Herr Edgeworth. Ist das so, Herr Wright? Es scheint so. Edgeworth sieht ziemlich niedergeschlagen aus. Sie könnten wenigstens das Beweisrecht mal lesen, also wirklich. Da die Beschwerde des Staatsanwalts keinen Bestand hat, entspricht dieser Beweis wohl der ersten Regel des Beweisrechts. Nun, es scheint, als hätten Sie einen weiteren Treffer gelandet, Zeugin. Alles, um die gerechte Bestrafung der Schuldigen zu gewährleisten. Nun gut, Sie können jetzt in Kreuzfeuer einsteigen. Sie kennen das ja schon. Ja gut, warum der Beweis jetzt erst kommt, ist klar, die traut ihm nicht. So gesehen hat sie ja nicht ganz Unrecht, weil Edgeworth manipuliert... Der legt das zu seinen Gunsten aus. Warum haben Sie diese 5 Minuten gelogen? Man könnte sagen, dass ich wollte, dass sich die Leute nur das Ergebnis ansehen. Das Ergebnis? Wie oft muss ich das noch sagen? Ich habe selbst gesehen, wie die Generalstaatsanwältin das Opfer erstach. Daneben wird eine Lücke von 5 Minuten bedeutungslos. Warum haben Sie nicht einfach die Wahrheit gesagt? Lächerlich. Wir haben es mit dem am wenigsten vertrauenswürdigsten bösen Staatsanwalt zu tun. Gefälschte und versteckte Beweise, abgesprochene Aussagen. Wenn man gegen Monster kämpft, muss man jeden erdenklichen Trick nutzen. Und das, obwohl die Angeklagte gestanden hat. Meinheit ist die schäbigste aller Verbrechen, Frau Star. Bringen wir das zu Ende. Sie haben diesen Schuh also am Tatort gefunden. Ich nahm die Generalstaatsanwälte fest und rief die Polizei. Ich wollte mich nützlich machen, während ich auf die Polizei wartete. Also schlichen Sie wie ein ungezogener Hund mit dem Schuh davon. Ich befürchtete, jemand würde das Verbrechen der Angeklagten vertuschen. Dieser Schuh war meine Geheimwaffe, falls das geschehen würde. Sehen Sie, diesen schicken Korb, den ich hier habe, darin befindet sich mehr als eine Lunchbox, meine Herren. Das freut mich für dich und deine Lunchboxentasche, wirklich. Wie dem auch sei, Sie haben wichtige Beweise vom Tatort entfernt. Sagen Sie uns jetzt, was Sie dann taten. Sie brachten ihn also in eine forensische Abteilung. Wenn Sie etwas vor Gericht als Beweis einrichten, muss es genehmigt sein. Und dazu muss der Beweis untersucht werden. Von einem professionellen Forensiker. Und weil Sie mal Inspektorin waren, kamen Sie mit Ihrem kleinen Coup durch. Dieser Schuh trägt anscheinend Blutspuren. Das ergibt Sinn, nachdem hier ein Mann erstochen wurde. Und dieses Blut ist das,
des Opfers, Inspektor Goodman? Wie ich schon sagte, sind zwei Blutspuren auf dem Schuh gefunden worden. Man kann mit einem Bluttest nicht eindeutig sagen, dass dies das Blut des Opfers ist. Sie wollten etwas über Bluttest wissen, Sie Anfänger? Na, reden Sie schon. Blut gibt es in vier Blutgruppen, A, B, 0 und AB. Wie auch immer. Man kann mit einem Bluttest nicht ablesen, ob ein Mord kaltblütig verübt wurde. Das ist nur eine Redewendung, Herr Wright. Wenn man die verschiedenen Bluttests kombiniert, gibt es Millionen von Blutarten. Es ist durchaus möglich, eine Blutprobe einer Person zuzuordnen. Das habe ich jedenfalls gehört. Millionen Arten? Hätte ich jetzt mehr Zeit gehabt, hätte ich eine DNS-Analyse durchführen lassen. Aber sie sagten, dass es ein wenig Zweifel gibt, dass dies Frau Lanas Geist Blut ist. Das Blut der Verdächtigen wurde also auf dem Schuh des Opfers gefunden. Das stellt eine direkte Verbindung zum Tod von Inspektor Goodman her. Ich hatte befürchtet, dass er das sagen würde. Ich kann diesen Beweis nicht kampflos passieren lassen. Sie haben die gepfefferten Fischinnereien bestellt, oder? Manche mögen es heißer, Wright. So wie unsere Mandantin. Ihr steht das Wasser so hoch, dass es für eine Suppe reicht. Herr Wright, haben Sie ein Problem mit dem Schuh oder nicht? Ein Problem? Dies ist kritisch. Was stimmt an dem am Schuh des Opfers nicht? Natürlich gibt es ein Problem. So, dann wollen wir auch mal. Was haben wir denn alles Neues? Wo ist denn den Forensikbericht? Haben wir gar nicht? Haben wir den gar nicht gekriegt? Oder wurde er hier ergänzt? Ne. Den Forensikbericht kriegen wir gar nicht. Das ist ja nett. So. Ah, hier ist auch Blut. Auf der Schuhsohle? Das muss vom Opfer sein. Er muss in sein eigenes Blut getreten sein. Dieses ganze Blut, es ist schrecklich. Dieses Blut ist vielleicht ein wichtiger Hinweis. Ja. Dieses Blut, es ist von meiner Schwester, oder? Es sieht so aus. Lanas rechte Hand war verbunden, als ich sie im Gefängnis sah. Sie muss sie am Tag des Verbrechens geschnitten haben. Armes Schwesterherz. So, haben wir noch was? So. Nee, mehr haben wir nicht. Okay. Aber stimmt, den Zettel von der Forensik haben wir gar nicht. Das dachte ich auch, dass wir den kriegen, aber gut. Haben wir nicht. Aber wir haben was. Also, natürlich gibt es ein Problem. Wenn mich nicht alles trügt, gibt es hier ein wichtiges Problem bei dem Beweis. Einen klaren Widerspruch. Dieses Funkeln in ihren Augen. Sie sind auch jung, Anfänger. Ich würde ihnen ja jetzt gepfefferte Fischinnereien geben. Aber sie würden der Hitze nicht standhalten, oder? Hören wir uns an, was Herr Wright zu sagen hat. Was ist der Widerspruch bei dem Schuh des Opfers? Zeigen Sie das Problem bei diesem Beweis. Die Unterseite bestimmt. Das kann doch nur die Unterseite sein, oder? Ja, viele Fehler kann ich mir nicht mehr erlauben, das ist richtig. Aber ist doch die Unterseite oder was? Silva, du weißt doch alles. Was würdest du denn empfehlen? Ja, weil da kommt ja kein Blut rein. Ich frage mich, ob Ihnen aufgefallen ist.
dass sich Blut unter der Sohle dieses Schuhs befindet. Legen Sie sich nicht mit mir an, Anfänger. Oder es wird Ihr Blut unter meiner Sohle sein. Da ist wirklich etwas Blut unter der Sohle des Schuhs. Das ergibt Sinn. Das Opfer wurde mit einem Messer erstochen. Was bitte stellt an Blut unter der Sohle einen Widerspruch dar? Wie sieht denn das nochmal aus? Das Bild oder nicht, ne? Da ist ja kein Blut am Boden. Oder was meint ihr? Also, ich bin jetzt für das Bild. Auch kein weißer Schuh. Richtig. Ich warte auf den Experten Silver. Wenn der mir sagt, passt, dann machen wir das. Weil ich bin schon halb tot. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo man dann irgendwo einsteigt. Ob dann Game Over ist oder so. Komm, wir machen das, ne? Ja. Das Problem liegt im Fußabdruck begründet. Dem Fußabdruck. Beachten Sie, dass die Sohle des Schuhs des Opfers mit Blut bedeckt ist. Und ist das nicht seltsam? Warum waren keine blutigen Fußspuren am Tatort zu finden? Aha! Wie Sie sehen, gab es keine Spur solcher Fußabdrücke am Tatort. Das widerspricht Ihrer Aussage zu diesem Schuh. Das Bild zeigt nur einen Teil des Bodens. Vielleicht gab es doch blutige Spuren dort. Hätte es Blutspuren gegeben, wären sie gefunden worden. Wir haben den Tatort untersucht und nichts dergleichen gefunden. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Nun Zeugen! Was? Gut gemacht, Herr Wright, aber es stimmt, dass Fehlen von Fußabdrücken einen Widerspruch darstellt. Aber dann müssen wir uns fragen, warum es keine Fußabdrücke gab. Oh, das stimmt. Es muss einen Grund für das Fehlen der Fußabdrücke geben. Denken Sie nach, Herr Wright. Denken Sie nach. Hey, ich weiß nicht, warum sie fehlen. Ich bin nur gut darin, Widersprüche zu finden. Was? Ich verstehe. Jetzt verstehe ich es. Verstehe was? Unsere Zeugin ist noch fieser, als ich gedacht habe. Wir wurden bis ins Letzte getäuscht. Aber sie hat uns verraten. In ihrer Aussage steckt ein Hinweis auf die Wahrheit. Wovon sprechen Sie? Erinnern Sie sich daran, wie sie uns von der Verhaftung der Verdächtigen erzählte. Die Generalstaatsanwältin wollte sich wehren, aber ihre Versuche scheiterten. Sie stieß meine Hände beiseite, stieß dabei ein Ölfass um. Oh, sie ist hübsch, aber tödlich. Eine Jägerin, eine Leopardin. Knurr. Ich dachte mir, das wäre ein seltsames Verhalten für eine sonst so bedachte Chefin. Auf jeden Fall. Jetzt möchte ich Ihnen, Zeugin, eine einfache Frage stellen. Dieses Ölfass, war es leer? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Einstellung mag, Herr Edgeworth. Auch wenn Sie anscheinend nicht das langsamste Band in der Lunchbox-Fabrik sind. Zeugin, also, war das Ölfass leer? Das Ölfass, das die Generalstaatsanwältin umwarf, war randvoll mit Wasser. Wasser? Was bedeutet das? Verstehen Sie es immer noch nicht, Herr Wright? Wollen Sie den Grund wissen, warum es umgeworfen hat? Warum sie es umgeworfen hat? Den wirklichen Grund? Aha! Sie meinen doch nicht etwa... Ja, die Verdächtige warf das Ölfass aus einem einzigen Grund um. Um die Blutspuren zu verwischen, die gegen sie verwendet werden können. Das passt gut zusammen. Die Blutspuren am Schuh des Opfers zeigen ihre Verbindung zum Mord deutlich. Dann, nachdem die Tat begann war,
warf sie das Fass um, um die Spuren zu beseitigen. Nun, das ist eine Spezialität eines Staatsanwalts. Spuren zu beseitigen. Das erinnert mich daran, Frau Skys rechte Hand war verletzt. Sagte sie, sie hätte sich geschnitten? Als sie ihn erstach? Also ist das Blut meiner Schwester auf dem Schuh. Das passierte in diesem Moment. Nun, ich sehe keinen Grund, dieses Verfahren noch länger fortzuführen. Herr Wright, unternehmen Sie etwas, bitte. Was kann ich tun? Deine Schwester hat das Verbrechen gestanden und versucht, es zu vertuschen. Aber genug. Es gibt keinen Grund für weitere Debatten. Das Urteil, euer Ehren. Nun gut. Aber Angel Starr ist auf Seiten der Staatsanwaltschaft. Sie könnte in Bezug auf Wasser lügen. Das Gericht befindet die Angeklagte Frau Lana Sky. Kleines Mädchen, was hast du gerade gesagt? Ich? Hast du gerade gesagt, dass ich Angel Starr auf der Seite der Anklage wäre? Nun ja, das sind sie. Sie sagen, meine Schwester habe Beweise vertuscht, indem sie Spuren beseitigte. Gut. Ich dachte, ihr wärt satt. Aber hier steht ihr und verlangt einen Nachschlag. Eine weitere Lunchbox. Eine Lunchbox mit dem Namen Beweis. Moment, Zeugin. Sagen Sie mir nicht, Sie haben noch etwas parat. Sie waren bereits beim Urteil angelangt, euer Herrn. Jeder weitere Kommentar stellt eine Missachtung des Gerichts dar. Eure Drohungen schrecken die Ausspuckkönige nicht. Seht euch das an. Ein Foto? Ich habe es gemacht, um vorbereitet zu sein, wenn einer behauptet, der Schuh gehöre nicht dem Opfer. Bei diesem Beweis sehe ich keine Möglichkeit für Zweifel. Herr Ryan, warten Sie. Sehen Sie sich den Asphalt auf dem Foto an. Hey, er ist eindeutig feucht. Das vertreibt die letzten Zweifel aus dem Geist des Gerichts. Unmittelbar nach dem Mord wurde der Tatort mit Wasser gereinigt. Es tut mir leid, Herr Wright. Ich schätze, ich konnte Ihnen letztlich doch nicht helfen. Es ist nicht deine Schuld. Ich wusste gleich, dass dieser Fall nicht zu gewinnen war. Und es scheint, als wäre das genau das, was deine Schwester wollte. Es tut mir leid, Mia. Right, ob nass oder nicht, werft sie nicht so schnell das Handtuch. Stehen Sie wieder auf, schauen Sie noch einmal genau hin. Geben Sie nicht auf, nicht vor dem bitteren Ende. Das ist der letzte Beweis. Nun gut, diesmal möchte ich das Urteil aber wirklich verkünden. Moment, euer Herr. Was ist mit euch Leuten los? Kann ich mein Urteil gar nicht mehr in Ruhe verkünden? Was immer es war, was immer es ist, es kann es nicht warten. Nein, kann es nicht. Dann ist es zu spät. Schauen Sie sich dieses Foto an, das zuletzt eingereichte. Dieses Verfahren ist noch nicht vorbei. Bis wir uns jeden Beweis genau genug betrachtet haben. Also, Wright. Behaupten Sie, es gäbe mit dem neuesten Beweis irgendein Problem? Ja. Ich werde später nachdenken. So wie immer. Ja, es gibt ein Problem. Ich muss das durchziehen, egal ob es stimmt. Wenn wir schon mal so weit gekommen sind, sollte jeder Antrag eine Chance kriegen. Nun gut, Herr Wright. Zeigen Sie dem Gericht das Problem bei diesem Foto. Ja. Was ist das mit dem Schuh? So, ich kann gar nicht nachgucken. Ich guck mal in die Gerichtsakte gar nicht ran. Ich hatte jetzt so eine verrückte Idee, dass wir den falschen Schuh haben. Also sprich, ich wollte jetzt mal nachgucken, ob das ein linker oder rechter ist.
aber ich kann nicht nachgucken. Nö, ist ein... Im Auspuff ist, habe ich auch gesehen. Sieht so aus, als hätte man da irgendwas reingestopft. So, der Silver weiß das wieder. Also der Schuh ist es nicht. Ich frage mal ganz doof. Wir machen jetzt mal interaktives Fernsehen. So. Mit dem Schuh hat es nichts zu tun. Okay. So. Dann hätten wir natürlich das Messer noch. Das ist sehr auffallend. Mist, dass ich nicht an die Akte komme. Ich würde gerne noch was nachgucken. Ja, Auspuff, also tatsächlich das, was da drin ist. Das Problem bei diesem Foto liegt hier. Also tatsächlich das, was da drin steckt, ja. Was ist das? Übersetzung. Schalldämpfer. Als ich den Gag mit dem Schall gemacht habe, dachte ich, okay, da kommt irgendwie was weiß ich noch in Bezug auf Waffe oder was weiß ich. Das ist kein Schalldämpfer, sondern das ist der Gag, den sie halt nicht machen konnten wegen Stoßdämpfer. Ah. Das ist doch definitiv ein Übersetzungsfehler. Ja, wie heißt das denn im Englischen dann? Macht das da mehr Sinn? Wahrscheinlich. Aber gut. Etwas steckt im Schalldämpfer dieses Autos. Nee, es ist ein Stoßdämpfer, Edgeworth. Warten Sie einen Moment, Herr Edgeworth. Euer Herrn? Sie sagten gerade Schalldämpfer. Ich sehe keine Spur eines Schalls oder Halstuch auf diesem Foto. Ein Schalldämpfer ist ein Teil eines Autos oder Motorrads, euer Herrn. Stellen Sie einfach einen Teil des Auspuffs vor, eine Art Rohr. Ich verstehe und... Ich verstehe. Was hängt da für ein wichtiges Stoffstück aus dem Auspuff des Wagens? Dann steckt eben was im Auspuff, na und? Was hat das mit diesem Fall zu tun? Nichts, absolut gar nichts. Entschuldigung, Foster, aber so einfach wird es nicht. Tatsächlich haben Sie uns bereits erzählt, warum das für den Fall wichtig ist. Sie haben genau das in Ihrer Aussage gesagt. Was? Hören wir uns an, was Herr Wright denkt. Erzählen Sie uns, warum Sie diesen Streifen für den Fall für wichtig halten. Ja. Das Telefon jetzt, ne? Da, wo auch Schalldämpfer vorkommt. Oder? Silver, ich bin fürs Telefon. Du wahrscheinlich auch, ne? Komm, dann machen wir jetzt. Froster, erinnern Sie sich an Ihre Aussage vor diesem Gericht? Ja. Als ich Sie verhaftet, erwähnte Sie Schalldämpfer. Das hatte mich bei Ihrer Aussage verwirrt. Schalldämpfer. Könnte es sein, dass der Schalldämpfer, den Sie erwähnte, in Wirklichkeit dieser Schalldämpfer war? Wenn dem so war, dann hieße das, dieser Stopfstreifen ist ein wichtiges Beweisstück. Uah!
Gut. Es scheint, als müsse die Verhandlung vertagt werden. Vertagt? Ich denke über diesen Stoffstreifen nach. Wenn wir hier auch nur eine Frage offen lassen, dienen wir dem Recht schlecht. Lassen Sie den Wagen am Tatort sofort untersuchen und bringen Sie mir den Streifen. Mein Urteil muss warten, bis ich alle Beweise gesehen habe. Einverstanden? Ich schätze schon. Wow. Das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Zumindest vorerst. Das Gericht zieht sich für eine 30-minütige Pause zurück. Immerhin ist es Zeit für das Mittagessen. Er ist immer noch hungrig. So, und das ist eine wunderbare Gelegenheit, hier einen Cut zu setzen. Und dann geht's jetzt, glaube ich, wieder weiter mit Auseinandernehmen und Basteln und Sonstiges. Und jetzt kommen wieder noch mehr Features vom DS umgesetzt in diese Trilogie. Ich bin euer Mr. Venom 1947. Bis dann.